Servus und grüß euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Diesmal zeige ich euch die EAOS Güterwaggons von Jansch und Nando. Es wird zwei Sets davon geben. Einmal eine DB Set 1 Variante mit drei Waggons. Da wird dieser DB Cargo Waggon enthalten sein. Der DB Schenker Waggon, den wir hier sehen. Schöne Texturen wieder erstellt. Auch die kleinen Warnhinweise zwischen den Waggons. Das muss man sich dann nochmal genauer noch ansehen. Die man hier zwischen den Waggons so schön durchfunkeln sieht. Und es wird der dritte Waggon noch kommen, dieser Railion-Waggon. Ihr braucht übrigens für den Mod, damit er läuft, und auch für den anderen, den ihr jetzt gleich noch sehen werdet, den Original EAOS SBB Set von Nando. Ich werde euch die ganzen die Links für diese beiden Mods hier und für den benötigten Grundmod natürlich in die Videobeschreibung eintragen, damit ihr alles gleich downloaden und loslegen könnt. Wie gesagt, hier sieht man schön diese ganzen Warnschilder auf der Seite. Die Warnung vor den Oberleitungen, dass man nicht zwischen Waggons eingeklemmt wird, dass man nicht vom Waggon runterfällt. Hier auch ist dann der Mod für den Bahnbau EAOS zu sehen, in dieser gelben Lackierung mit dieser Bahnbaubeschriftung. Auch wieder alles schön austextiert wie bei den anderen Modellen. Ich werde euch jetzt dann noch in den nächsten bewegten Bildern die technischen Daten und die Ladungsarten liefern. Das besondere Augenmerk liegt darauf, dass es diesmal Ziegel geben wird für Baumaterial als eigene Ladung, als Ersatz, und Holz für Baumstämme. Aber ich habe da ein paar schöne Bilder gemacht und ein paar schöne Sequenzen. Aber wie gesagt, das kommt jetzt gleich im Anschluss in den bewegten Bildern. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß mit dieser Mod-Vorstellung. Verabschieden werde ich mich jetzt heute mal hier noch nicht, sondern erst, wenn wir mit der Mod-Vorstellung komplett fertig sind. Also bis gleich bei den bewegten Bildern. Bei diesem Zug sieht man nun die Ladungsanimationen und Beladungen für Getreide. Es folgt die Ladungsanimation für Eisenerz. Nach dem Eisenerz kommen die neu erwähnten Holz für Baumstämmebeladungen, die wir uns als nächstes gleich nochmal etwas genau anschauen. Und am Ende des Zuges Kohle als Beladung. Bei den ersten Waggons dieses Zuges und den Bildern, die ihr hier seht, sieht man nun die neue Ladungsanimation, die mit Holzscheiten dargestellt wird, für Baumstämme als Ladungsanimation. Dieser Zug mit einer V320 zeigt nun die Baubahn EAOS Waggons mit Steinen als Beladungsanimation. Und bei unserem nächsten Zug sieht man nun die EAOS mit einer Animation von Ziegeln als Beladung für Baumaterial.
Abschließend nun die technischen Daten. Diese sind eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern, ein Gewicht von 15 Tonnen, eine Lebensdauer von 50 Jahren und eine dreifache Ladegeschwindigkeit. Transportiert werden können 13 Einheiten Baumstämme, Kohle, Eisenerz, Stein, Getreide, Schlacke und Baumaterial. So, das war's nun mit der Mod-Vorstellung. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, euer Maverick.